So, da wären wir auch schon wieder. Ich will jetzt mal wieder runterlaufen. Und ja, ich habe mir in der Zwischenzeit überlegt, falls wir jetzt nochmal wieder hoch müssen in die Rumpelkammer, also in die Rumpelkammern. Erstmal hier richtig laufen. Klick, 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 klick. Deswegen sind wir total langsam, oder ich bin laggy. Wahrscheinlich eher letzteres. Ja. Also falls wir nochmal in die Rumpelkammer laufen müssen oder allgemein lange Strecken monoton wieder hochlaufen, dann werde ich das einfach auf Camera machen. Hätte ich jetzt eigentlich auch schon machen können, aber bin ich nicht drauf gekommen. Also nicht jetzt, sondern das letzte Mal nach oben laufen. So, auch wenn wir hoffentlich das nie wieder müssen. Denn so ad hoc fällt mir nicht ein, weswegen wir das machen müssen. Außer eventuell noch den Plattenpanzer. Ich glaube, den habe ich nämlich noch nicht komplett angezogen. Also für den Erfolg. Aber das ist ja auch nicht so wichtig. So, wir müssen nach da oben. Und das Veiler-Set, das ist auch genauso. Das werden wir ja nicht tragen. Das ist einfach nur für den Erfolg ganz nett zu haben. So. Hier rum, darum. Gleich müsste wieder die Photonenkanone kommen. Ja, ich höre schon laut klacken. Schupp. So. Wir sind da rausgekommen, oder? Da musste man vorher irgendwo einen Knopf drücken und dann ganz schnell dahin laufen, bevor die Wand wieder zugeht. Ist nur die Frage, wo der Knopf war. Das sieht gut aus. Also drücken. Und dann rechts rum und gleich wieder links. Drücken, rechts rum. Und gleich wieder links. Ja, das Laufen an sich ist gar nicht so schlimm. Ich meine, okay, man muss zwar der Nase nach die Karte gucken und so weiter, aber... Ging's runter, da ging's runter. Aber das eigentliche Schlimme kommt erst ja noch. Die Dinos. Aber wir haben ja noch einen Geschwindigkeitstrank über, glaube ich zumindest. Damit kriegen wir das schon hin. So. Oh, hier ist der Plattenpanzer. Ha, den habe ich dann doch schon angehabt. Hier sind ja alle Teile, wenn ich das richtig sehe. Ziehe ich den einfach mal ganz kurz an. Also da lege ich jetzt die Sachen hin, die wir eigentlich tragen. So. Ne, ein Teil fehlt. Die Hosen. Ah, okay. Platz, Platz, Platz. Das heißt, das Set schleppen wir jetzt mit runter. Das kam wieder dahin. So. Hose, ja, soweit okay. Das zu. Das ziehen wir auch wieder an. Plattenhandschuhe. Haben wir die doppelt? Oh, die haben wir ernsthaft doppelt. Ja, komisch. Und ich kann mich gar nicht bewegen. Ja, gar nicht bewegen ist gar nicht gut. Schatz wiegt nicht viel. Kräuter könnten sich aufsummieren. Ah. Was soll's. Es ist nur ein Steam-Erfolg. Das gehört nicht zum Spiel. So. Das kann ich einfach off-camera mal ganz kurz machen. Also hier wieder hochrasen. So. Die nächste Treppe nach oben ist hinter den Dinos. Oh, und wo ich die Fackel gerade sehe, wir müssen unbedingt an das Fackelrätsel denken. Ne, wir wollen nicht zu den Heiligen Schriften. Hallo, Dino. Geh mal weg. Ich wollte eigentlich an dir vorbeirasen, aber na gut. Dann halt auf die harte Tour. Komm her. Also die harte Tour, die darin besteht, ihn zu schlagen und wegzulaufen. Und das Licht geht aus. Juhu. So. Neues Licht, Schild. Und bei dem Schild fällt mir gerade ein, wir hatten ja das Veiler-Schild gefunden. Warum habe ich das eigentlich nicht angezogen? Wurde auch schon darauf hingewiesen. Jetzt weiß ich nur nicht, wo ich das hingelegt habe. Aber das finden wir schon. So. Dreh Nummer 1, Dreh Nummer 2.
Dino-Bereich. Keine Türen öffnen, keine Türen schließen. Einfach nur mal so zum Testen. Darum. Oh, da ist einer. Den ignorieren wir mal gekonnt. Denn es dürften ja nicht mehr allzu viele hier drin sein. Tür kann ruhig aufbleiben. Der Dino kommt gar nicht schnell genug hinterher. Turmgeschwindigkeit. Gegen die Wand, ja. So, jetzt hier unten lang. Dann gleich wieder den langen, besäulten Gang. Und dann sind wir auch endlich da. Dann können wir den Schlüssel und den Schädel abgeben. Wir können das Fackelrätsel machen. Schön, schön. Die Dinos haben mich echt traumatisiert. Genau wie die Spinnen damals. Bin ich überhaupt richtig gelaufen? Ja, wir wollen da in den Mittelraum. So, hier sind die Nischen. Hier so durch. Klick. So. Tränen des Landes. Ein Stein. Den hatten wir doch schon. Ah, den hat es ja letzte Folge gemacht. Gut, gut. Was war hier? Unraveler of Mysteries. Das ist der Schlüssel. Gut, nehme ich gleich wieder mit. Oh, wir haben Hunger. Und nichts zu essen. Na gut. Das Schild. Genau. Was machst denn du? Du machst Ausweichen plus 10, Stärke plus 2, Feuerresistenz plus 20. Ja, doch, das behalten wir mal. Und den Blueberry Pie esse ich jetzt. Er sättigt und macht keinen Buff oder so. Ah, schade. So, damit hier Severed Dread reingehören, nämlich der Schädel. Ach, müssen die alle gleichzeitig drin liegen? Ja, müssen sie. Jetzt können wir ihn mitnehmen. Den Schädel und den Stein und so weiter könnten wir auch mitnehmen, aber ich nehme nur den Stein mit. So. Bevor wir da jetzt aber reingehen, laden wir hier noch ein bisschen Krimskrams ab. Wie das da zum Beispiel. Die ganzen Flaschen können hier wieder rein. Was haben wir hier noch? Die Steine, die Ninja-Sterne können auch hier bleiben. Die Fackeln brauchen wir jetzt. Obwohl, die Ninja-Sterne können nicht hier bleiben. Die wollte ich ja dabei haben, falls das mit den Steinen nicht klappt. Und eventuell müssen wir auch rumprobieren, ob wir die jetzt von Hand, also mit dem Cursor schmeißen sollen, die Steine. Oder ob wir die als Waffe ausrüsten und dann schmeißen. Das kann den Unterschied machen. Wir müssen jetzt erstmal hier runter. Genau. Dann nehmen wir unsere Fackeln. Gucken wir uns genau die Stelle an. Auch wenn wir es schon ungefähr herausgefunden haben letztes Mal. So, wo kreuzen sich die Schatten? Da. Ja. Das hätten sie auch ein bisschen genauer darstellen können. Also für mich kreuzen sich die Schatten gar nicht. Denn man sieht hier den Schatten enden, weil die Fackel zu hell ist. Wenn man den Schatten aber weiter verfolgen würde, würde er sich hier irgendwo kreuzen. Also auf dem Feld. Also probieren wir es hier. Und wir probieren es einfach mal mit in der Hand von Torum halten, weil dann können wir einfach von da aus immer klicken und müssen nicht großartig rumwuseln. Also Norden und Osten sollten wir werfen. Norden wäre hier. Und das war's. Sehr schön. Tada! Kyras of Valor. Schutz plus 15, Ausweichen minus 10. Nee, danke. Den können wir mal kurz zur Rumpelkammer mitnehmen. Was haben wir hier? Das war noch die Notiz, oder? Ja. So, Fackeln können da bleiben. Wieder hoch. Und jetzt tierisch überladen. Zurücklaufen. Das war die falsche Tür. Hier müssen wir lang. Tschum, 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 tschum. So. Hier ist die aktuelle Rumpelkammer. Da kommst du rein. Da kommst du meinetwegen auch noch hin. Die Sterne lassen wir auch hier. So. Einen verschnörkelten Schlüssel haben wir noch.
und den goldenen Schlüssel. Notiz brauchen wir auch nicht. Die ganzen Bomben benutze ich eigentlich fast nie. Die lassen wir auch mal hier. Also in der Fighters Challenge waren sie ja ganz praktisch, aber sonst so muss das nicht sein. Und wir brauchen Platz. So, endlich weiter. Nanu, was steht denn hier? Njam, 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 du hast dich bewiesen, ein wahrer Champion zu sein. Stark in der Kraft und im Willen. Jedoch, gib Acht, da sind taumelnde Dinge dort unten, die mehr Macht haben als du, oder die mächtiger sind als du. Also Shambering, das ist eine Art des Gehens. Ich würde sagen, Zombies gehen so, also so ein bisschen torkelig, wackelnd. Aber gut. Wir wissen ja, was damit gemeint ist. Kurz hier die Wände abchecken. Tschup, tschup, tschup. Da war gerade eine Tür, die ignorieren wir erstmal gekonnt. Hier haben wir einen Ornate Key. Lock. Was haben wir hier? Gemacht von den Toten. Guillotinierter Mann braucht mich nicht. Gemacht von den Toten. Ach, das ist die Halskette. Die ich natürlich auch nicht dabei habe. Ja, wartet mal kurz. Ich glaube, die ist nicht hier. Ich glaube, die ist oben. Ah, nee, super. Ja, sonst hätte ich das echt ganz kurz auf Kamera gemacht. Geht ja gar nicht. So. Klick. Tada. Zandudels Orb. Macht Energie plus 35, Willenskraft, verstärkt den Feuerball, bla bla bla. Können wir alles nicht gebrauchen. Aber es war ein Secret mehr. So, hier können wir den Ornate Key schon mal reintun. Nee, kein Schalter. Ich mag keine langen Korridore. Du bewirkst anscheinend gar nichts. Oh, ich weiß, was jetzt passiert. Wir brauchen Heiltränke. Wir brauchen ganz dringend Heiltränke. Eins, zwei, drei, vier sollten reichen. Dum-di-dum. Wir werden gleich panisch weglaufen müssen. Und eventuell kriegen wir ein, zwei gewatscht. Und dabei will ich nicht unbedingt sterben. Außerdem brauchen wir ja so oder so immer mal wieder Heiltränke. Auch wenn unser Vorrat an Heilkräutern doch schon beängstigend runtergegangen ist. So, noch eine Fackel. Kommst du auch mal weg? Genau, wegen dem hier. Hallo? Schneller, schneller, schneller. Aber als Torum ist es ja nicht wirklich ein Problem. Autsch. Das war die falsche Richtung, glaube ich. Jetzt sind wir in der Ecke gesperrt. Vielleicht können wir ja schnell genug laufen. Oh, au, 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 au. Ja, das hätte wesentlich einfacher laufen können. Wenn ich einfach da lang gegangen wäre. Aber na gut, solange der Geschwindigkeitstrank noch hält, sollten wir es auch ausnutzen. Und dahin rasen, wo der eine war. Denn da war, glaube ich, noch ein anderer. Lauf, 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 lauf. Hallo? Roger? Genau du. 124 und Licht aus. Ich hab euch auch lieb. So, Licht an. Schild an. So, komm her. Das bringt uns zwar der Geschwindigkeitstrank gar nicht. Ah, gar nichts mehr, aber sei es drum. Daneben, du mich auch.
Das ist jetzt nicht gut gewesen. Warum war die Mauer zu? Ja. So viel zu meiner Vorahnung, dass wir Heiltränke brauchen. Wir brauchten noch viel mehr als nur die Heiltränke. So, warum bin ich überladen? Ich habe den Kyras noch dabei. Der kann hier vorne hin. Tür haben wir schon geöffnet. Das heißt, wir haben nicht wirklich viel verpasst. Gut. Das speichern wir nochmal regulär ab. LP 047 und machen das gleiche dann gleich nochmal.